Ey Leute, was geht? Ketta begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Dying Light The Following. Und wir müssen jetzt zum guten Onkel Attila zurück, denn der Sturm steht wieder und ja, jetzt muss er an seiner Arbeit weitermachen. Mal gucken, wie das wird. Kann ja auch sein, dass es nichts wird. Ahahaha. Nein, Spaß. So, ja, genau. Wie ging das nochmal in das Haus rein? Ich habe ja völlig vergessen, dass wir erstmal hier durch diese Höhle wieder rein müssen. Und hops. Und hops, und hops! Wo ist denn der scheiß Wurfhaken? Ach komm. Bitte. Das kannst du mir doch nicht ernsthaft antun. Du verdammtes Spiel. Nee. Ich will nicht sterben. Nicht immer wie... Oh, cool. Ja gut, jetzt brauche ich nur noch nach oben gehen. Das ist ja irgendwie praktisch. Dann brauche ich gar nicht diesen riesigen Umweg zu gehen. Nein, das Zimmer ist es nicht. Ach, das ist schon die richtige Etage. Der Strom ist wieder da, Attila. Und jetzt? Jetzt können wir uns an die Arbeit machen, Mr. Crane. Ich suche in den Relikten der einheimischen Kultur nach Hinweisen auf die Prophezeiung über den Gott der Sonne. Für die Mutter scheint es dabei um Leben und Tod zu gehen. Und ich kann es mir nicht erlauben, nach dem Warum zu fragen. Okay, wir müssen also drei uralte Monolithe untersuchen. Wir suchen nach auffälligen Merkmalen. Sie müssen also hingehen und sie mir eine nach dem anderen beschreiben. Da ich jetzt wieder Strom habe, können wir in Verbindung bleiben, während Sie da draußen sind. Aber beeilen Sie sich bitte, Mr. Crane. Ich werde nicht ewig leben. Jo, ist in Ordnung. Sehen Sie sich alle Kultstätten genauer an. Welche Kultstätte ist denn so am nächsten eigentlich? Okay, ich würde sagen, diese Kultstätte ist unser erster Angriff. Mal gucken. Kann man sich da irgendwie drauf fokussieren? Höchstens mit dem Marker hier. Ja, dann, wie komme ich denn gleich hier nochmal raus? Ja, gute Frage. Erstmal ab nach unten. Wobei, wo... Hä? Ach hier, ja, praktisch. Dann kann ich ja schon mal nach draußen. Ja, toll. Oh Gott, das wird jetzt viel mit Schwimmen zu tun haben. Ja, wenn wir Glück haben, dann finden wir auch ein paar Algen. Meter. Und unter Wasser ist die Atmosphäre echt schön in dem Spiel, muss man ja einfach zu Fairness mal sagen. Fairness halber mäßig, Dingenskirchen. Ja, auf der Leuchtturminsel. Ach stimmt, nicht auf der Leuchtturminsel direkt, aber der Leuchtturm ist in der Nähe. Eigentlich sehr praktisch. Da müssen wir ja sowieso nochmal hin. Ich hasse Schwimmen. Vor allen Dingen in Dying Light. Ah, immer noch 100 Meter. Ach Mensch, bitte. Unter Wasser nachladen geht natürlich auch nicht. Los, abtauchen. Weil es einfach fair ist. Auf dieser kleinen Felsenbrandung ist also irgendwas, was wir brauchen. Na, das ist ja schon mal super. Ein Glück, dass ich den Wurfhaken habe. Jetzt kann ich ihn auch mal ausrüsten. Ist er, glaube ich, gerade schon gewesen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Doch, der Wurfhaken ist ausgerüstet gewesen. Aber er hat nicht funktioniert, ihr habt es gesehen. Deswegen bin ich abgestürzt. Und irgendwie hat die Reaktion mich heute so ein bisschen verlassen. Ich reagiere nicht mehr so schnell heute. Ich bin müde. Und meine Stimme ist rau vom Rauchen. Warum zur verdammten Hölle werde ich jetzt hier zurückgeschickt? Was soll die Scheiße? Ja, wenn die meinen, dass es das Beste ist, mich einfach wieder zurück zu teleportieren. Wo soll ich denn dann lang? Ganz ehrlich. Dann gehe ich lieber übers Land und zwar hierhin. So. Meine Güte. Wird es denn wohl funktionieren? So, also die Kultstätten sind unser Manöver. Und es wird wahrscheinlich lange dauern, weil wir überhaupt erstmal dahin kommen müssen. Naja. Nicht mal die Wassermelonen können wir zerstören. Und ich wusste gar nicht, dass hier Wassermelonen wachsen. Hätte ich das mal gewusst, dann wäre einiges besser.
Ach, ist wahrscheinlich wieder dieser Händler. Oder die zwei Typen, mit denen ich komischerweise nie rechne. Ach Leute, denkt ihr ehrlich, ihr habt eine Chance? Es tut mir fast schon immer leid. Die haben einfach überhaupt gar keine Chance. Und ich komme immer mit den großen Waffen. Naja. Teilweise auch selbst schuld, wenn es solche Schläger sind. Da kann ich dann auch nichts mehr machen. Ja, die Kultstätten müssen wir uns dann nochmal anschauen. Juhu! Juhu! Ist das einer mit einem Hammer? Ja, habe ich doch richtig gesehen. Ich bin dann mal weg, ne? Ich dachte, mit C könnte ich mich abfedern. Tja, hat dieses Mal scheinbar nicht funktioniert. Und bestimmt bin ich wieder zurück bei Attila. Ach, wäre das schön. Ich kann leiden. Nee, was ein Glück. Aber ich hätte jetzt echt wirklich leiden können. Wo zur Hölle sind die? Alles unter mir, im Schattennest. Ist wirklich so, total viele Gegner. Aber kaum einer, der irgendwas auszurichten hat. Ja, dann gucken wir uns diese Kultstätte doch mal an. Muss ja irgendwas Seltsames an sich haben, das Ding. Mal gucken. Bitte keine Frösche. Okay. Wieso war mir nicht klar, dass hier irgend so ein Mistvieh ist? Okay. Wenn einer dieser Monolithen hier war, dann ist er entweder verdampft oder etwas hat ihn ins Wasser geschubst. Ja, wo wir gerade von ins Wasser geschubst reden, ne? Ja, ist klar. Tot? Ist doch nicht ernst gemeint. Ihr übertreibt total, als ob dieses Gewehr so stark ist. Ja gut, dass alles andere nur Dreck ist an Waffen, das ist jetzt kein Geheimnis. Das heißt ja nicht, dass so viele Waffen so gut sein müssen dann. Ja, ich soll mir das jetzt genauer ansehen, aber... Naja, das meiste von den Zombies ist ja schon weg. Das ist jetzt doof. Irgendwie. Hey, eine toxische Flecht? Nee. Hä? Da drüben, ja. Moment, wo genau ist das jetzt? Hier im Wasser. So, jetzt setze ich den Punkt mal dahin. Und gucken wir uns das mal schnell an. Ach, da unten war das, okay. Wow. Wie sind die jetzt wieder auf mich aufmerksam geworden? Es ist und bleibt ein Rätsel. Tja, solange alles semipermeabel ist, ist ja alles gut. Oh, ein Hinweis, ein Hinweis, ein Hinweis. Und das soll mir was sagen? So, das sind jetzt 600 Meter. Und zwar in, oh Gott, in diese Richtung. Ach, bitte. Schon klar, dass ich irgendwie keinen Bock mehr habe nach einer Zeit, hier zu latschen. Ja, da kommen sie schon wieder, die Geier. Wie die Geier. Aber ich bin gleich schneller weg, als ihr gucken könnt. Und dann habe ich meine Ruhe. Er ist unter Wasser, aber ich konnte die Reste eines Gemäldes sehen. Da war ein Kopf, glaube ich. Könnte es auch eine Maske sein? Ja, vielleicht. Gute Arbeit, Mr. Crane. Hm.
Ja. Aber eben, nur das Nötigste. Nicht mehr und nicht weniger. Ich muss mal sowieso gerade was nachgucken. Wo habe ich das Teil? Toll, mein Handy ist schon mal nicht in Reichweite. Dann kann ich das nicht mal eben kurz erledigen. Dann muss ich bis nach der Folge warten. Naja, okay, gut. Dann lassen wir uns den Spaß trotzdem nicht davon verderben. Tja, Frosch. Frosch hat sich ausgefroscht. Und jetzt muss ich irgendeinen Umweg finden, um dahin zu kommen. Gar keine Lust gerade. Gar keine Lust. Dieses Gelatsche kann dann nach einer Zeit echt auf die Nüsse gehen, das sage ich euch. Und vor allen Dingen, wenn man dann immer K.O. ist und die Stufe so lange braucht, bis man mal levelt und könnte man immer so würgen. Was ich mich aber wirklich frage, ist, wie wir diese Riesenzombies erledigen. Die wir ja teilweise nicht besiegen können. Da gibt's locker einen Trick. So, und zwar muss ich über diese Route dahin. Und das heißt, an dem ganzen Scheiß hier lang. Und dann mal gucken, wie ich da hinkomme. Ja, okay, machen wir. Auch übrigens wieder eine wundervolle Ansicht mit den Lichteffekten an dieser Stelle. Muss ich mal ganz schnell erwähnen. So, wenn ich jetzt nochmal zurück teleportiert werde, dann werde ich mir das andere Ziel zuerst vornehmen. Oh yeah. Außenposten gesichert. Oder? Ich glaube, da waren wir schon längst. Ja, das ist wirklich so. Oh oh. Tja, ich falle echt ziemlich oft runter. Die Dummheit hat mich eingeholt. Und die Unfähigkeit schon lange. Aber die Dummheit ist noch mit das Schlimmste. So gehöre ich bald zu einer Gruppe, zu der ich vorher überhaupt nicht gehören wollte. So, ja. Hier gibt es dann auch einen neuen Ort, wo scheinbar noch Leute liegen. Direkt voraus, da muss ich eh lang, von daher. Sieht's ja ganz gut aus. Ein ehemaliger Militärstützpunkt. Und diese Dinger sind verdammt tough, deswegen. Eigentlich so wie normale Zombies, aber irgendwie auch mega nervig. Okay, das krallen wir uns doch. Egal, was auch immer da drin ist. Wir können es wahrscheinlich gebrauchen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Oh yeah. Na, da freut sich der Quartiermeister. Medizinisches Material. Es ist leer, leer. Oho, ein extra schweres Militärschloss. Ja, die sehr schweren Kisten sind noch die allerschlimmsten. Die geben euch nämlich nicht mal einen Tipp. Ihr werdet es erst hinkriegen, wenn ihr das dann auch habt. Also selbst wenn ihr es habt, wird es immer noch ein bisschen schwierig sein, den richtigen Dreh rauszukriegen. Ihr seht ja, selbst jetzt, obwohl wir eigentlich wissen, in welchem Bereich sich das befindet, ist es absolut unmöglich, das Ding aufzukriegen. Okay. Und offen. Mal gucken, was die Belohnung ist. Naja. Ich habe auch schon Besseres gekriegt aus solchen Kisten. Die wirklich schwer zu knacken sind, wie ihr ja gesehen habt. Naja, kann man nichts machen. Vielleicht liegen hierher irgendwelche Vermissten? Vielleicht. Kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Ach ja, stimmt, das ist nur Munition. Dann hat sich dieser Militärstützpunkt ja doch nicht gelohnt. Na toll, schon wieder Schloss knacken. Ich hasse mein Leben.
Ach Mann. So, na bitte. Okay. Alles soweit gelootet. Alles bestens. Das GRE-Paket liegt. Zeigen Sie mir, wo das GRE-Paket liegt. Da oben. Nee, das ist mir zu weit. Hört mich jemand? Ich bin ganz allein auf meinem Hochsitz und unter mir ist eine Horde infiziert. Ja. Ich muss ja dann eh in die Richtung, wenn sich das alles, sagen wir mal, mit einer Klappe schlagen lässt. Okay. Ach, da oben ist er wahrscheinlich, ne? Ja, wir werden das schon alles noch irgendwie schaffen. So, jetzt aber mal hoch mit dir. Ach, die paar Zombies. Und wegen dem bisschen Holz drum. Du kannst mir eher mal beim Klettern helfen. Ja, werde ich auch. Kannst dich drauf verlassen. Mich hier vor so einen unnötigen kleinen Scheiß zu holen. 5 Zombies ist ja wohl lächerlich. Da war nicht mal irgendwie ein schwerer Zombie bei. Das hätte ich ja noch verstehen können. Und wegrennen kann man in dem Spiel selbst auch vor Zombies. Warum schaffen die Leute das nicht? Die sind echt alle zu dumm für jeden Scheiß. Kriegen nichts gebacken alleine. Traurig ist das. Wirklich traurig. Ach, da hinten. Ja, roter Rauch soll mir jetzt wohl schon signalisieren, dass sich irgendwelche Banditen den Scheiß gekrallt haben. Und da habe ich jetzt ja auch wieder total Lust drauf. Mich mit denen in Kleinkinderkriegen, um den Scheiß zu streiten. Genau. Wo du gerade vom Teufel sprichst, hier bin ich. Ja, vielleicht würde ich mal aufgeben an deiner Stelle. Ich habe Premium-Wurfsterne. Premium-Wurfsterne. Oh, da ging aber ins Auge, ne? Der arme Butters. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So, so. Ja, noch ein bisschen davon. Und dann geht's gleich nochmal zum Brötchenwagen. Ja. Ja. Es gibt ja auch viele Leute übrigens, die sich Dying Light The Following gar nicht kaufen können, weil hier in Deutschland ein bisschen schwieriger ist, dran zu kommen. Naja. Auf jeden Fall, ich habe Mitleid mit euch, deswegen mache ich ja die ganzen Sachen auch so ein bisschen ausführlich und zeige auch so viel, dass es hier auch ein bisschen was zu sehen gibt, falls man das Spiel eben nicht hat, aus was für Gründen auch immer. Und den Leuchtturm sollten wir eigentlich auch nochmal erkunden dürfen. Ja, warum denn eigentlich nicht? Eigentlich ist auch so ein schönes Wort. Habe ich die Tage eine wundervolle Erfahrung mitgemacht. Wenn morgen nicht Metall wäre, dann wäre ich zuversichtlicher. Sehr viel zuversichtlicher. Ja, das sieht gut aus. Wir sind fast da, wir sind fast da, wir sind da, fast da. Dann können wir den Leuchtturm gleich auch nochmal looten. Vielleicht kann man daraus sogar ein Versteck machen. Ich weiß es ja nicht. So, der Felsen in der Brandung. Ja, gleich mal gucken. Uah! Ja, du musstest mich natürlich in der Luft noch erwischen, weil du einfach alles kannst. Vor allem mit deinem Gewicht kannst du ja quasi eigentlich Rückwärtssaltos machen in dreifacher Form. Und das erste alles. Oh, 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 oh! Oh Gott, Crane, du dummes Arschloch. Du bist auch zu blöd für alles, ganz ehrlich. Mach schön einen Sprung, genau, also so einen Felsensprung. Stoß dich von der Wand ab und yo. Genau da, wo es am wenigsten sein sollte. Sicherheitszone freigeschaltet, ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, das wäre zu einfach. Haha, Bein gebrochen. Tja, da hast du deine Strafe. Ach, hier unten ist die Höhle. Die ganzen Höhlen gefallen mir wirklich gut. Sowas gab es vorher bei Dying Light nicht so viel. Ey. Runter. Tschüss.
Oh oh. Alter, wie tief geht das denn? Okay. Ich muss jetzt den richtigen Weg finden. Also den zum Leuchtturm. Oh. Ja, das ging noch mal gut. Hier geht's noch nicht so... Wobei, doch, doch, doch. Hier geht's hoch. Aber wohin? Nee. Nee. Ach so, muss ich hier durchtauchen oder was? Na, das wäre mit der Kultstätte aber dann doch ein bisschen übertrieben. Okay, es ist echt krass. Toll, danke. Das war eine Bombe. Ist ja lustig. Konnte ich jetzt auch voll was für, weil ich dachte, man könnte das looten. Ach, ich renne einfach durch. Was soll man denn hier großartig machen? Wo bin ich jetzt eigentlich hingeschwommen? Ja, ich schwimme gerade völlig in die falsche Richtung, aber ist ja egal. Naja, Leute, Frustration hin oder her. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und das wird dann auch mein letzter sein für heute. Es tut mir leid, aber ich halte das nicht mehr aus. Jo, dann bis zum nächsten Part. Tschüss.